Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 28. November 2023. Ich melde mich aus Dresden, der wunderschönen, florentinisch angehauchten Stadt in Deutschlands Osten, mit ganz großer Geschichte, auch mit großem Schmerz, aber auch der Kraft des Wiederaufbaus und eben auch der Beständigkeit und der Kreativität, der Unbill der Geschichte zu trotzen. Dresden, die Hauptstadt von Sachsen, und die Sachsen sind mir sehr sympathisch. Sie erinnern mich an die Schweizer. Die Sachsen sind eben auch mutige, fleißige, freiheitsliebende Menschen. Und nicht von ungefähr ist hier in Sachsen, in der Umgebung von Dresden, auch die deutsche Industrialisierung angeschoben und maßgeblich geprägt worden. Die Sachsen auch bekannt dafür, dass sie ihre Meinung sagen, dass sie feine Antennen für die Freiheit und für die Demokratie haben. Und auch das verbindet sie mit den Schweizern, wie auch die Erfahrung, dass man dann eben von den Medien nicht zu selten aufs Dach bekommt, wenn man eben sich nicht alles gefallen lässt, was da so den ganzen lieben langen Tag über erzählt und verzapft wird. Wir sind also so etwas, die Schweizer und die Sachsen, wir sind so etwas wie Leidensgenossen der Freiheit und der Demokratie. Hier hat gestern stattgefunden eine große Veranstaltung der Weltwoche mit Professor Werner J. Patzelt, Reden über Deutschland. Ich erzähle Ihnen davon dann mehr in der internationalen Ausgabe. Jetzt aber beginne ich mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige, und ich offenbare Ihnen hier ein Bild aus der neuesten gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Wunderbar, diese festliche, diese winterliche Pracht. Meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt, im heutigen Live-Read beziehe ich mich auf ein Produkt, das auch in der aktuellen Printausgabe der Weltwoche in Erscheinung tritt. Und zwar handelt es sich um den Amarone Storia Antica von Schulerweine, einer der traditionsreichsten Schweizer Weinhandlungen. Hier im Angebot mit zwei Flaschen und zwei wunderschönen Weinkelchen aus der Kollektion Saint-Jacques. Amarone, wie Weinkenner wissen, ist die Vinifikation dieses Weines überaus aufwendig. Die reifen Trauben werden nämlich vor dem Keltern während mehrerer Wochen angetrocknet, was ein besonders konzentriertes Aroma ergibt. Der Storia Antica ist eine voluminöse Exklusivität, die aber neben ihrer beeindruckenden Kraft auch die zauberhafte Frucht auf das Schönste zum Ausdruck bringt. Eben fruchtbetont, breit und körperreich, konzentriert, samtig, weiche Gerbstoffe mit aromatischem Abgang. Kurzum, der Storia Antica ist ein hervorragender Winterwein und bietet sich als festlicher Begleiter beispielsweise zum Weihnachtsessen an. Wenn Sie neugierig sind auf den Amarone Storia Antica oder auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk, empfehle ich Ihnen das folgende Spezialangebot, das Schulerweine exklusiv für Freunde der Weltwoche kreiert hat. Die beiden Flaschen und Kelche gibt es für Sie zum Spezialpreis von 89 Franken anstelle des normalen Listenpreises von 146 Franken. Bestellen Sie jetzt unter weltwoche.schuler.ch. Ich wiederhole, weltwoche.schuler.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Zu reden gibt das linke bis linksextreme Doppelticket der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz für den Bundesrat. John Pult und Beat Jans, das ist das Angebot, das ist die Auswahl, die im Grunde keine Auswahl ist. Denn Pult ist ein Juso,
der in seinem Leben jetzt noch nicht die ganz großen Stricke zerrissen hat, und Beat Jans, ein ehemals ziemlich überzeugter, um nicht zu sagen fanatisierter Umweltschützer, hat in der Stadt Basler Lokalpolitik auch schon die unverbrüchliche Notwendigkeit des Linksextremismus besungen. Und stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, wenn beispielsweise eine SVP ein solches Ticket präsentiert hätte, zum Beispiel einen Andreas Glarner mit einem Roger Köppel zusammen im Angebot. Ich weiß nicht, ob die Linken das geschluckt hätten, obwohl das natürlich eine ganz hervorragende Auswahl gewesen wäre. Auf jeden Fall sollten sich die Bürgerlichen überlegen, ob sie sich das bieten lassen von der SP, die übrigens auch unter Missachtung all ihrer Grundsätze keine Frau aufs Ticket gehoben haben, sondern diese beiden politisch sehr weit links außen positionierten Exponenten, der eine ehemaliger Nationalrat, jetzt Regierungsrat Basel-Stadt, der andere seit kurzem Nationalrat in Bern. Außer einem überentwickelten Selbstvertrauen habe ich jetzt noch nicht entdecken können, was diesen John Bult ganz besonders auszeichnet. Aber ich bin sicher, er muss Qualitäten haben, sonst wäre er ja auch nicht von seinen Fans gewählt worden. Schlechte Nachrichten für die frisch gebackene SVP-Nationalrätin Nina Fehr-Düssel. Sie hat mit einer flächendeckenden Werbekampagne vor den letzten Wahlen auf sich aufmerksam gemacht. Dr. Nina Fehr-Düssel. Und nun ist ein bekannter Plagiatsjäger aufmerksam geworden auf die Dissertation von Nina Fehr-Düssel. Und er will dort über 30 oder rund 30 Plagiatsstellen entdeckt haben. Nina Fehr-Düssel, Dr. Nina Fehr-Düssel, noch Dr. Nina Fehr-Düssel, bekräftigt zwar ihre blütenreine Unschuld. Es gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, aber es wird sehr interessant sein, weil dieser Plagiatsjäger zu den bekannteren Exponenten seines Fachs gehört. Und anscheinend ist es so, dass nun also die Universität sich daran macht, diese Dissertation zu überprüfen. Sollten sich die Verdachtsmomente erhärten, wäre das natürlich eine ganz schwierige Situation, auch für die SVP, weil es natürlich gar nicht gut ankommt und auch unglaubwürdig wäre, wenn man sozusagen mit Kandidaten nach vorne geht, die gleichsam den akademischen Etikettenschwindel vor sich hertragen. Aber wie gesagt, dafür ist es noch zu früh. Das sind noch Betrachtungen, die unter dem Vorbehalt der Unschuldsvermutung stehen. Dann ist eine interessante Studie erschienen zum Gesundheitswesen. Ich glaube, der Tagesanzeiger hat darüber berichtet, und in dieser Studie ist Folgendes herausgekommen. Wir sind ja konfrontiert mit explodierenden Gesundheitskosten. Im Jahr 2012 betrugen die Gesamtausgaben für das schweizerische Gesundheitswesen 67 Milliarden Franken. Um 2023 sind wir bei sage und schreibe 93 Milliarden Franken angekommen. Jährlichen Kosten, jährlichen Ausgaben. Das ist ein Fass ohne Boden, und dieses Gesundheitswesen ist auch zu einer Art Migrationsstaubsauger, zu einem Migrationsmagnet geworden und zu einem Zuwanderungstreiber, weil dieses expandierende, aus allen Nähten platzende Gesundheitswesen verschlingt natürlich und braucht immer mehr Angestellte, und die kommen dann eben über die Personenfreizügigkeit in die Schweiz. Also dieses Gesundheitswesen ist eine Problemzone der allerersten Güte, und das muss den Leuten natürlich zu denken geben. Was die Studie nun herausgefunden hat, ist, dass lediglich 15% dieses Kostenwachstums aufs Konto der Überalterung geht, also der altersbedingten Kostenexplosionen oder Kostensteigerungen bei der Gesundheit. Nur 15%. Alles andere sind Faktoren, die nichts mit der Überalterung, mit der Demografie zu tun haben. Da wird ihnen laufend auch wieder Sand in die Augen gestreut, denn die großen Kostentreiber dieser Kostenexplosion, das sind zum Teil die teuren Behandlungen natürlich, dann die
die sich vervielfältigende Zahl von Ärzten. Die Leute wollen natürlich sehr gut auch versorgt werden. Man geht schneller zum Arzt. Man hat auch Medikamente, die immer anspruchsvoller und teurer werden. Kurzum, eine nicht zu stoppende Entwicklung, wenn alle irgendwie ein Interesse daran haben, auf diesem Gesundheitswesen herumzureiten. Die Ärzte möchten natürlich möglichst viel Umsatz machen, die Krankenkassen möchten das auch, die Pharmakonzerne sowieso und der Patient, der will möglichst luxuriös behandelt werden, sozusagen den Rolls-Royce in Anspruch nehmen, aber am liebsten nur für den VW bezahlen. Aber so einfach ist es nicht. Und über die Umverteilung dann der Gesundheitskosten haben wir hier den Sozialismus eingeflogen, also eine Entwicklung, die sehr beunruhigend ist. Bundespräsident Berse war in Kiew und hat dort dem ukrainischen Präsidenten Hilfe versprochen und das Blaue vom Himmel geradezu. Und die Frage stellt sich natürlich, ist Bundespräsident Berse überhaupt befugt? Ist er überhaupt berechtigt, solche Versprechungen abzugeben? Das ist die ganz große Frage. Wir haben auch gelesen, dass es einen Bombenalarm gab. Er musste dann in einen Bombenkeller geführt werden. Und seien Sie mir nicht böse, nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich hier die These aufstelle, dass ich glaube, dass jeder Staatsgast, wenn er bei Selenskyj in Kiew ist, in diesen Bombenkeller hinein muss, unabhängig davon, ob es dann tatsächlich Bombenangriffe gibt oder nicht. Das hat für mich auch etwas von einer Inszenierung, die dann natürlich auch gemacht werden muss. Man sollte Verständnis haben, um hier auch die Dringlichkeit der Hilfsforderungen aufzuzeigen und auch die Notwendigkeit weiterer Unterstützung, obwohl bei nüchterner Betrachtung die Militärexperten nun auch nicht unbedingt im Putin-Lager, mit Ausnahme vielleicht ein paar ganz einsamer Stimmen, der Auffassung sind, dass diese ukrainische Offensive gescheitert ist und dass es keinen Weg mehr gibt für Kiew, diesen Krieg zu gewinnen auf militärischem Weg. Ich habe gestern gesprochen von Parlaments-, von Nationalratspräsident Martin Gandinas und seiner Aussage, man müsse die Leute mitnehmen, man muss das Volk mitnehmen. Und dieses Wort zeigt natürlich schon das ganze Unheil, die betreute Demokratie, das betreute Volk. Ich möchte das hier einfach noch einmal unterstreichen. Niemand möchte doch mitgenommen werden von der Politik. Wir möchten, dass die Politik das macht, was die Wählerschaft an Aufträgen der Politik gegeben hat. Also dieses paternalistische, ja eben betreute, patientenhafte, überhebliche Bild, das da die Politiker von der Politik zeigen, das lässt tief blicken. Scott Miller, der US-Botschafter in Bern, der unangenehm aufgefallen ist mit seiner Aussage vor ein paar Monaten, die Schweiz sei das Loch in einem Donut, eine Ungeheuerlichkeit, dieser Satz. Er hat nun erneut den roten Teppich ausgerollt bekommen, ich glaube vom Tagesanzeiger, und dort gesagt, er wisse ganz genau, dass in der Schweiz noch gigantische russische Vermögen schlummern auf verschleierten Konti und es müsse nun mit höchstem Nachdruck dieses Geld freigemacht und aufgedeckt werden. Ich finde diese Aussagen skandalös, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass die Amerikaner ja all diese russischen Bankkunden übernommen haben, die sie uns gezwungen haben, rauszuschmeißen. Wir wissen zweitens, dass die Amerikaner selbstverständlich auf dem Bankkundengeheimnis unserer Banken herumgehackt haben, um dann selber in Delaware dieses Bankkundengeheimnis zu installieren. Sie können ja nirgendwo leichter ein Konto eröffnen als in den USA. Da kommt eine Doppelmoral zum Ausdruck, die stoßend ist. Aber stoßend ist eben auch, dass sich unsere Politik und unsere Medien da diese nassforschen Belehrungen eines US-Botschafters
gefallen lassen, der sich einfach dadurch hervorgetan hat, dass er oder sein Lebenspartner dem amerikanischen Präsidenten größere Wahlspenden rübergeschoben hat. Aber was hat er eigentlich für die Schweiz genau erreicht? Was macht er? Die USA übrigens sind mittlerweile der größte Handelspartner der Schweiz, größer als Deutschland, und das haben wir zustande gebracht ohne ein Freihandelsabkommen. Möglicherweise werden diese Freihandelsabkommen auch überschätzt. Daniel Josic, ein Zürcher Märtyrer, eine sehr interessante Analyse von Philipp Loser im Tagesanzeiger, eine kritische Analyse von Daniel Josic, dem SP-Ständerats-Superstar aus dem Kanton Zürich. Loser stellt die ketzerische Frage, was hat eigentlich Josic als Politiker erreicht, außer dass ihn die Medien immer hochgeschrieben haben, mit der Folge, dass die Leute hypnotisiert von den Medien geglaubt haben, das sei ein ganz großer Leistungsträger, ihm entsprechend viele Stimmen gegeben haben, aber dann sozusagen im Umkehrschluss die Medien dann erst recht dem Hype verfallen sind. Also hier sozusagen zwei kommunizierende Röhren zwischen der Wählerschaft und den Medien. Dann Julius Bär legt Kredithöhe an Globusbesitzer in Signa offen. Das sind bange Fragen. Wie viel Geld hat die Julius Bär, die im Gefolge des CS-Zusammenbruchs aufstrebende Zürcher Privatbank, wie viel Geld hat sie eigentlich da dem serbenden Immobilienunternehmer zugeschoben? In der Schweiz liegen gewaltige russische Vermögen in verschleierten Strukturen. Das ist die Aussage von Scott Miller. Dann bin ich drüber gestolpert hier. Ein schlechtes Signal für die Zukunft. Die Bauernlobby wehrt sich gegen eine Auflage zur Förderung der Biodiversität. Dies die Schlagzeile auch des Tagesanzeigers, die Bauernlobby. Hat man eigentlich jemals von der Gewerkschaftslobby gesprochen? Oder sind nur die Bauern die Lobbyisten? Die Gewerkschafter, das sind die Heeren, die heldenhaften Gewerkschafter. Aber die Bauern, das sind die windigen Lobbyisten. An der Wortwahl könnt ihr sie erkennen. Eine gute Nachricht oder eine ganze Fülle von guten Nachrichten. Bei kantonalen Abstimmungen hat Luzern das bedingungs- und besinnungslose Grundeinkommen Bach abgeschickt. Aus bürgerlicher Sicht erfreulich. Basel sagt Nein zu Stadtklimainitiativen. Auch da die Grenzen des Klimatismus selbst in Basel-Stadt, einem eher linken oder sehr links positionierten Stadtkanton, das lässt aufhorchen, und Zug senkt die Steuern. Auch eine schöne Entwicklung für alle, die das Heil der Schweiz nicht in immer höheren Steuern und Abgaben sehen. Bohm-Schneider hat keine Angst vor einer 12-Millionen-Schweiz. Das habe ich Ihnen gestern schon erzählt. Da gab es ein paar kritische Zuschriften. Ich hätte gesagt, Bohm-Schneider wolle die 12-Millionen-Schweiz. Dabei habe sie lediglich gesagt, sie habe keine Angst vor der 12-Millionen-Schweiz. Ich gebe zu, das war eine persönliche Simultanübersetzung dieses Satzes. Wenn eine Migrationsministerin sagt, ich habe keine Angst vor der 12-Millionen-Schweiz, dann will sie eine 12-Millionen-Schweiz. Vielleicht sogar eine 20-Millionen-Schweiz. Auf jeden Fall eine Schweiz, die von einer Zuwanderung geprägt ist, die sie gar nicht verkraften kann. Und das ist auch ein gerüttelt Maß an Arroganz in der heutigen Zeit, wo man doch sieht, dass so viele Menschen, und jetzt nicht nur in einer bestimmten Partei zugehörig, sich Sorgen machen über die außer Rand und Band geratene, die überbordende Zuwanderung. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich gleich auf die internationale Ausgabe. Da erzähle ich Ihnen dann auch über unseren schönen Anlass, unseren schönen Abend hier in Dresden. Machen Sie es gut und bis bald.